Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. So, und da ist sie wieder, unsere 5 Euro Überraschungsshow, liebe Zuschauer. Schnäppchenjagd wäre also jetzt hier an dieser Stelle wieder offiziell eröffnet. Und das bedeutet, Sie bekommen jetzt in den kommenden Minuten Artikel, die normalerweise deutlich kostspieliger sind, für gerade mal 5 Euro. Und das ist wirklich die Spitzenklasse, denn Sie können gerne mehrmals zugreifen, wenn Sie möchten. Bis zu 5-mal pro Besteller, pro Artikel dürfen Sie gerne in der 5-Euro-Überraschungsshow zugreifen. Es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Vielleicht ist ein Preisalarm dabei. Den dürfen Sie nur einmal bestellen, aber das werden wir dann explizit erwähnen. Wir freuen uns auf eine richtig schöne, bunte Sendung. Ralf ist dabei, ich bin dabei und Diana steht da vorne auch schon in den Startlöchern. Ja, dann drück mal den Buzzer, Mensch. Holen wir Sie dazu. Zeit ist Geld, hol uns unser Schnäppchen. Auch wir haben wieder, wie Sie, keine Ahnung, was heute auf uns zukommt. Aber wir lassen uns jeden Tag aufs Neue gerne überraschen. Schnell sein, wenn Ihnen was gefällt, weil wir haben immer nur ein limitiertes Kontingent. Und wir beginnen mit einem... Schau mal hier, oh, wie schön. Ist das ein Zweierset oder ist das ein Viererset? Das ist ein Zweierset. Ne? Ich wollte gerade mal hinschauen. Das sind Solar-Akku-Gartenfackeln mit Flammenoptik. Also nicht einfach so ein Kerzchen, sondern Flamme. Und man kann die ein- und ausschalten. Aber das sieht ja auch mal richtig schick und elegant aus. Die sind richtig schön. Ich muss mal gerade auf Diana gucken. Wie hast du die angemacht jetzt? Aufmachen. Du musst aufmachen. Moment. Aufmachen. Ja. Innen drin oben ist das Glas. Schalter. Ah, genau. jetzt. So, da ist ein Schalter. Moment, andersrum. Kann sein, dass es bei dir noch zu hell ist von der Leinwand hinten. Die haben natürlich auch einen Dämmerungssensor, das heißt, die leuchten bei Dunkelheit von selbst. Und da sehen wir diese riesengroße Flamme. Das sieht ja mal richtig schön aus. Also wunderschöne Objekte. Und witzigerweise habe ich bei meiner Nachbarin unter mir auf dem Balkon einige Solarleuchten von Pearl entdeckt. Habe ich sie mal drauf angeguckt? Ja, von Pearl. Kenne ich. Ich sage, da haben Sie aber eine gute Auswahl gewesen. Da habe ich einen richtigen Schnapper gemacht. Ich sage, ich kann mir in etwa vorstellen, wo Sie die her haben. Oder wann Sie die bestellt haben. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Ich mag dieses, ich meine, du weißt, du warst jetzt bei mir. Ich mag so ganz gerne diese schwarzen, dieses Industriedesign-Style im Moment. Und da passen die natürlich ganz hervorragend dazu. Die sind natürlich jetzt hier aus Kunststoff. Aber das Schöne ist, dass man eben kein einziges Kabel verlegen muss. Und das finde ich gerade bei Beleuchtung für den Außenbereich immer ganz besonders wichtig. Im Innenraum hast du vielleicht nochmal hier und da eine Steckdose an strategisch wichtiger Stelle. Im Außenbereich ist das eher etwas schwierig. Hier musst du kein Kabel verlegen. Die werden entsprechend über das Solarpanel mit Energie versorgt, laden den Akku also auf und dann in der Dämmerung, ich denke, die haben einen Dämmerungssensor, werden sie wahrscheinlich dann auch angehen und auch dieses realistische Kerzenflackern simulieren, sehe ich gerade bei dir. Genau. Das sieht schön aus. Übrigens bis zu 8 Stunden Leuchtdauer, acht wenn Stunden, der Akku voll ist. Ja. Und ich habe hier einen Kundenbeitrag von Gildo und er schreibt was ganz Interessantes. Da bei uns bisher nur die teuren Solarlampen in Frage kamen, aber die spätestens nach 2 bis 3 Jahren den Geist aufgegeben haben, sind diese richtig schönen kleinen Lämpchen, die genauso lange halten wie die teuren, die gute Alternative. Also ich würde sagen, die halten wahrscheinlich sogar noch länger. Diana, bei dir auf dem Balkon würde das mit Sicherheit auch gut aussehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für Balkon, für Terrasse, für Garten. Zum Beispiel bei meinen Eltern, sie haben einen großen Garten. Das sieht fantastisch aus. Und ich glaube, ich brauche mehr als 2. Also das besser 2er-Set bis 5-mal heute können Sie bestellen. Also 10 Lampen. Richtig. Übrigens, unten ist ein Erdspieß dran. Man kann das also gut auch als Wegeleuchten nehmen. Kann ich mir gut vorstellen. Oder links, rechts, Terrassenaufgang. Ich glaube, es gibt da viele Orte, wo die richtig gut aussehen. Das 2er-Set für 5 Euro. Bekommen Sie mit der Bestellnummer NX3951 und der 569. Weil ich finde das so schön, Solar-LED-Lampen, weil man eben überhaupt keinen Aufwand mehr hat. Kein Schalter, kein Kabel, keine Batterie wechseln. Ja. Man muss sich um nichts mehr kümmern. Es sei denn, man möchte mal abends kein Licht haben. Dann schaltet man sie einfach aus. Ja, und dann bleiben sie halt auch dunkel. Aber das ist einfach nochmal eine Bereicherung für den Garten. Lass uns weitermachen. Absolut, und buzzern. Sehr, sehr schöne Dekoobjekte. Ich muss übrigens meine Ansage, dass Pearl TV richtig groß gut ist im Bereich der Adapter noch um die Solarleuchten ergänzen. Ich finde, da haben wir in letzter Zeit sehr, sehr viele außergewöhnliche Dinge bekommen. Was ist denn hier los? Also das sind Fall, so Licht-UFOs, das oder? Das ist genau das Richtige für dich, weil du hast die erst brauche ich gesagt, für den Schrank. Ja, die brauche ich für den Schrank, Freunde. So, ein 3er-Set RGB-LED-Unterbauleuchten
mit Fernbedienung, Timer und vor allen Dingen erweiterbar. Jetzt gucke ich gerade mal, das ist ein Dreier-Set. Ich habe mir doch diese Schränke da, die Anbauwand gekauft und habe auf die Beleuchtung verzichtet. Das war mir zu teuer. Da dachte ich mir, da holst du dir doch einfach bei Gelegenheit mal also diese Leucht-UFOs. Klebt die ganz einfach mal mit Doppelklebeband von unten an den Schrank dran. Super natürlich, wenn sie fernbedienbar sind. Da musst du nicht dauernd auf und zu machen. Und dann noch mit einem Farbwechsel kriegst du eine richtig schöne, stimmungsvolle Beleuchtung hin. Wir haben es hier gerade mal gesehen, genau. Sehr ja, schön. Man kann die mit dem Industriekleber einfach festkleben, also keinerlei Montagen. Und ich finde das schön. Ich habe hier jetzt mal rot ausgewählt, ja, weil bei mir fehlt ja irgendwie die Fernbedienung. Bei Ihnen wird sie kommen. Und Diana probiert jetzt gerade umzuschalten auf blau. Das ist schön orange, wow. Und Sie sehen das ganze Farbspektrum haben wir da. Die sind ja wunderschön. Absolut. Ich mag dieses Orange übrigens. Das Rot ist mir immer so zu massig, auch wenn es albern klingt in dem Zusammenhang. Dieses Orange finde ich sehr schön. Du zeigst es gerade mal, man kann das natürlich auch sehr schön klicken, aber auch mal so unter einen Schrank zum Beispiel, um ganz einfach mal so eine schöne, stimmungsvolle Beleuchtung zu machen. Gerne auch mal in unterschiedlichen Farben, je nach Stimmung, je nach Anlass, kann man da also sehr, sehr schön variieren. Und das Dreier-Set für 5 Euro ist eine Ansage. Ich habe mir vor einigen Jahren, das ist schon eine ganze Weile her, habe ich mir ein paar im Internet bestellt. Die haben, glaube ich, um die 20 Euro gekostet. Also alles so um die 15 bis 20 Euro ist da, glaube ich, fast normal. Wir haben hier für diese Variante mit Fernbedienung und Timer eine unverbindliche Preisempfehlung von an die 40 Euro. Jetzt hier das Dreier-Set für 5 ist ein Knaller. Was meinst du, Diana? Entschuldigung. Das ist Ampeln. Ich habe Ampeln gemacht. Eine Ampel. Ja, aber dann ist die Ampel kaputt, wenn alle gleichzeitig leuchten. Das dürfen wir jetzt, stehen oder fahren. Kannst du dir aussuchen. Aber man hat die Regenbogenfarben. Auch wie sowas eine Frau. Du weißt aber nie. Ich kann mir das gut vorstellen, gerade auch so in einem Regal, wo du jedes einzelne Regalfach anders beleuchtest. Ja, das ist ja auch möglich, je nachdem, was man drin hat. Und Sie sehen, mit der Fernbedienung können Sie die einzeln steuern oder alle auf einmal. Das ist einfach toll. Man kann es übrigens, das mache ich jetzt mal, auf weiß bzw. manuell schalten. Auch das geht hier. Man braucht also nicht mal unbedingt die Fernbedienung. Aber sie ist im Lieferumfang enthalten. Ist übrigens auch sehr schön mal als Hintergrundbeleuchtung für den Fernseher. Da mal eine dahinter legen oder hinten einen Fernseher dran pappen. Das macht schon fürs Auge richtig Sinn. Kundenbeitrag von der Carla aus Lübeck. Die schreibt uns, ich habe 2 Leuchten an Unterbauschränken in der Küche angebracht. Auch eine gute Idee. Und eine im Bad nahe der Dusche mit. Bei grünem Licht zu duschen ist Entspannung pur. Bei rotem Licht ist die Dusche. Bei grünem Licht zu duschen, schreibt sie. Okay, habe ich noch nie probiert. Werde ich auch mal ausprobieren. Mal gucken, ob das wirklich entspannt. Glaube ich Ihnen auch so, aber wir schauen mal. Also liebe Grüße nach Lübeck. Die Michaela aus Mainz-Kostheim schreibt uns, ich nutze eine von den 3 LEDs als Nachtlicht für mein Kind. Mit der Fernbedienung kann mein Kind da leicht die Farbe wechseln. So, ich hab mich komplett verfranst in der ganzen Geschichte. Ja, das grüne Duschen hatte ich aus dem Konzept gebracht. Ich glaube auch. So. Wie geht's weiter? Ein Dosenöffner, ein sehr schöner sogar. Schau mal hier. Ja, nicht nur schön, es ist ein der ist praktisch. Sicherheitsdosenöffner mit Edelstahlklinge, der Dosen, also Konservendosen oder auch Futterdosen öffnet, aber auch wieder verschließbar macht, ohne scharfe Kanten. Deshalb Sicherheit, den setzt du ganz einfach ein und dann, ich glaube, jeder von uns hat sich an einer Konservendose schon irgendwann mal in den Finger geschnitten. Schon ganz Diana, hast du da schon mal dich in den Finger geschnitten an einer Dose? Ja, ich glaube, ich habe immer noch... Na, okay, das ist schon weg, aber... Ich habe auch noch eine Narbe irgendwo. Das passiert oft. Zum Beispiel, ich mache immer diese Tuna-Dose auf. Und ja, zum Beispiel, ich möchte nur eine halbe Portion. Und dann, das ist sehr, sehr praktisch, wann kannst du das schon wieder... wieder zumachen kannst. Zumachen, ne? Ja. Ich habe mir das übrigens angewohnt beim Futter, beim Katzenfutter. Also... du kennst ja Othello, dein bester Freund, unser Kater. Ja, der bekommt jeden Tag eine halbe Dose. Ja? Und die macht man auf und die haben ja so einen Schnellverschluss. Mhm. Aber dann hast du sie offen und es riecht alles danach und zieht auch Mücken an. Deshalb drehe ich die mal um und mache die auf dem Boden auf mit einem Sicherheitsdosenöffner. Kannst und dadurch ist die Dose wieder verschließbar, es geht kein Geruch raus und die Katze ist auch glücklich. Also das ist toll. Übrigens, Irina aus Schloss Holte-Stuken. Rock schreibt uns sehr, sehr hervorragend, weil der Dosenöffner nicht in die Dose schneidet, sondern den Rand aufbörtelt. Keine Verletzungsgefahr und wieder verschließbar. Und das ist eigentlich kurz zusammengefasst genau das, was diesen Dosenöffner auszeichnet. Aufbörtelt? Börtelt.
nennt sich das? Das kenne ich nicht. Das ist, glaube ich, aus dem Kfz-Bereich. Ja. Wird gebörtelt, wenn ein Felgenlauf breiter gemacht wird. Der wird aufgebörtelt. Ach so. Ob das jetzt der richtige Ausdruck ist, weiß ich nicht. Aber so steht es halt hier. Aber die richtige Bestellnummer, die kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen. Das ist die NX4798 und die 569. Ein Sicherheitsdosenöffner aus Edelstahl. Das heißt, er hält auch sehr lange und ist auch, das muss ich auch sagen, nicht so übermäßig groß wie andere Dosenöffner. Ich finde gerade den Griff, den finde ich schön lang. Den hat man mal gut in der Hand. Also der liegt sehr ergonomisch. Da habe ich bei den kleinen Dosenöffnern immer so meine Schwierigkeiten, den vernünftig festzuhalten. Gerade wenn du so angesutschte Finger hast in der Küche. Den hier, finde ich, kann man super festhalten. Schönes Teil, so eine schwarz-chrom-Optik. Macht sich gut in der Küche, könnte ich mir auch schon sehr gut vorstellen. Also mit Schwarz und so weiter. Eine sehr schöne Geschichte. Jetzt weiß ich ja, warum ich hier die ganze Zeit verdatte. Ach so, so. Wasser. So, bitte. Jetzt wird's klein. Das könnte mal Schmuck sein. Ich weiß es nicht. Von der Größe her. Vielen Dank. Das wäre wunderbar, aber nein. Das sieht mir wie ein Adapter aus, oder? Ja, Diana, darf ich dir das mal geben? Ja. Auch? Micro-SD-Kartenleser und USB-OTG-Adapter-Set für Micro-USB und USB-Typ-C. Achso, ich muss andersrum halten. Sekunde. Nein, Quatsch. Ja, es ist das dröseln wir jetzt mal auf. So. Es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist ein Kartenlesegerät und zwar Micro-SD-Karte. Das halte ich schon mal für unglaublich wichtig, weil heutzutage Rechner haben entweder kein Kartenlesegerät oder nur ein SD-Kartenlesegerät. Und das kannst du damit machen. Aber jetzt die Adapter. Jetzt kannst du auch die Karte als ja, im Prinzip Speichererweiterung durch die verschiedenen Adapter im Prinzip an jedes OTG-fähige Handy andocken und damit auch eine Speichererweiterung betreiben. Das ist natürlich großartig. Das ist für viele tatsächlich ein Problem, wenn du viele Fotos und so weiter hast. Ja, richtig. Viele Fotos übertragen natürlich vom Smartphone auf etwas anderes. Und das ist also da natürlich auch hervorragend zu gebrauchen. Aber ich gehe jetzt auch gerade mal davon aus, du willst zum Beispiel auch von der Digitalkamera Fotos übertragen. Ja? Und jetzt hast du den Adapter nicht mehr von der Micro-SD-Karte. Dann kommst du nicht auf deinen Laptop. Dann hast du hier ein Micro-SD-Kartenlesegerät. Ja, also eine ganz hervorragende Geschichte. Sowas mal für 5 Euro. Ich sehe hier verschiedenste Formate. Also was haben wir denn hier alles? Ein winziger USB 2.0 Kartenleser für Micro-SD-Karten, ja. Da haben wir den USB-Typ A, Micro-USB und den Typ C. C haben wir auch noch mit dabei. Das ist ja großartig. Der Henry aus Woltersdorf schreibt uns, dieses Produkt habe ich bereits zweimal bestellt, weil es einfach gut ist und die Technik voranschreitet. Genauso ist es von über 90% der Käufern als ausgezeichnet empfunden, von über 90% der Käufer zum Kauf empfohlen und von über 90% der Käufer als sehr innovativ empfunden. Aber es ist tatsächlich so, wenn du viel mit dem Handy machst, hast viel Musik drauf oder viele Fotos und dergleichen, dann ist natürlich immer ein Problem, dass du irgendwann mit der Speicherkapazität des Gerätes schnell mal an deine Grenzen kommst. Hiermit kann man den ganz einfach erweitern und das auf unterschiedlichste Formate. Eine sehr, sehr schöne Idee für gerade mal 5 Euro, eine echte Kaufempfehlung mit der Bestellnummer PX2341 und der 569. PX2341 und der 569. Ich glaube, unsere Licht-UFOs kommen gut an. Ja, du musst schnell sein, wenn du die noch möchtest. Also unsere Unterbauleuchten, das Dreierset mit der Fernbedienung, ist gerade sehr stark nachgefragt. Unter anderem hat der Axel zugegriffen, alles richtig gemacht. Die sind auch wunderschön, muss ich sagen. Und für 5 Euro ein Dreierset. Da machst du dir echt nichts. Und Fernbedienung dabei, Wahnsinn. Die kann man doch sehr schön in Pflanzen legen und so weiter zum Beispiel. Ich würde sie nicht nass machen, aber so in so eine Palme. Du weißt, ich stehe so auf Palmen, auf Gräser. Und so eine Beleuchtung rein, das sieht schon klasse aus. Also die sind vielseitig einsetzbar, liebe Zuschauer. Wir schauen mal, was sonst noch kommt. Ich fand also auch jetzt gerade diese Adapterlösung sehr, sehr cool. Preisalarm. Jetzt haben wir einen Preisalarm. Das heißt, hier kommt ein Produkt, ja, das eigentlich viel zu teuer ist, um hier drin zu sein. Und deshalb hier die Begrenzung. Maximal ein Stück pro Besteller. Und wir haben 2 Produkte. Das ist echt Wachs. Mhm. Ja, aber das ist echt ein Zweierset. Möchtest du die große oder die kleine haben? Beide. Du möchtest beide. Okay, gib also mir ich habe erst Frau. Vor kurzem ein Angebot gesehen. Nein, du kriegst die zweite von einer Echtwachskerze LED so. Und die muss so groß gewesen sein wie hier die große. Und die hat 18 Euro als super Angebot gekostet. 18 Jetzt Euro. Haben wir hier ein Zweierset. Willst du mich veralbern? Du pustest gegen die LED-Kerze und sie geht aus? Ja, das ist Wieso Magic. Geht denn die LED-Kerze aus, wenn du dagegen pustest? Das ist Magie. Was ist denn hier los? Ich kann alles. Ja, die Magie nennt sich Glow-by-Blow. Also da ist ein Luftzugsensor drin und mit dem kannst du pusten. Glow jetzt nicht nur ausschalten, blow.
sondern auch einschalten. Und das kannst du mal bei einer echten Katze probieren. Da kannst du mal Knaller hier, guck mal. Also damit kann man auch, liebe Großeltern, damit kann man auch unglaublich gut die kleinen Enkel beeindrucken. Ja? Da bist du wirklich magisch. Aber jetzt schau dir die zwei an. Das sind große Stunkenkerzen. Ja. Und jetzt, ich weiß, Echtwachsummantelung, natürlich LED-Technik, aber das ist ja viel sicherer. Und das jetzt für 5 Euro. Eine für 5 Euro wäre schon sensationell. Zwei für halte ich für nicht möglich. Aber es ist unser Preisalarm. Wir machen es möglich. Schauen wir mal auf Pearl.de, was der reguläre Preis für dieses Zweier-Set ist. Also 11 Euro finde ich schon einen sehr, sehr günstigen Preis. Da hat sich Pearl.de immer wieder selber übertroffen. Aber ich meine, gut, wir haben natürlich jetzt die 5 Euro für das Pärchen. Sehr, sehr schön. Finde ich immer ausgesprochen dekorativ. Du weißt, ich habe auch sehr viele Windlichter bei mir zu Hause. Da stehen auch immer Kerzen drin. Ich finde sowas als indirekte Beleuchtung immer sehr, sehr schön. Echtes Feuer käme für mich zu Hause also auch nicht mehr in Frage. Da sind wir im 21. Jahrhundert. Also brauchst du mal eine schöne, vernünftige Kerze. Die hat ein sehr, sehr schönes Warmweiß, finde ich. Eine sehr schöne Farbgebung, dieses echte Flackern. Und die kannst du vor allen Dingen auch mal da einsetzen, wo man echtes Feuer einfach nicht benutzen darf. Auch meine Pflegeheim. Überall, sogar auf der Fensterbank. Ich möchte Ihnen noch einen Kundenbeitrag vorlesen von Iris aus Eggern. Einfach fantastisch. Bin total begeistert von den Kerzen und habe diese auch bereits mehrfach weiter verschenkt. Alle wollten wissen, wo man diese Kerzen bekommt. Bei Kindern kommt das Kerzenanblasen als Zaubertrick super an. Und die Bestellnummer hierfür ist für das Zweierset die NC 3141 und die 569. Und wenn wir jetzt schon über Adventszeit sprechen, ist ein bisschen früh, aber die dunkle Jahreszeit, der Herbst ist ganz klar da. Es wird jeden Tag früher dunkel, da kann man sich mal schon auch bei Kerzenschein gemütlich machen. Denken Sie dran, ist unser Preisalarm, aber bei diesem Preisgefüge ist doch, glaube ich, auch verständlich. Maximal eins dieser Pärchen pro Besteller, aber da schnell zugreifen, bevor unser Sonderkontingent ausverkauft ist. So, wir gucken mal weiter. Sehr schöner Preisalarm. Die Kerzen gehen immer. Kerzen gehen 365 Tage im Jahr. Denn ich hatte noch was Schönes, was Gemütliches. Jetzt ist es schwer. Was ist das denn? Ja, ich weiß, warum es so schwer ist, aber das ist, glaube ich, nur ein Zubehör. Wegen der Wasserflasche, oder? Aber ich tippe mal, es geht eher um den 2-in-1 Getränke- und Smartphone-Halter. Ich hatte diesen Produkt. Für das Kfz-Lüftungsgitter. Den finde ich mal richtig praktisch jetzt hier. Den musst du nirgendwo dran schrauben oder irgendwo festkleben Guck oder sonst mal, ich hatte was. Den steckst du ganz einfach in mein, ist das dein Auto? In mein Opel, ja. Das war Auto 2. Also man fixiert das im Lüftungsgitter und hat jetzt nicht nur eine Universal-Handy-Halterung, sondern gleichzeitig auch einen Getränkehalter. Das finde ich eine tolle Kombination. Das ist eine hervorragende Kombination. Vor allen Dingen habe ich so das Gefühl, wenn du den im Sommer mal vor der Klimaanlage hast, Gebläse an oder sowas, bleiben die Getränke auch noch kühl. Ja, genau. Oder? Ja, oder zum Beispiel, wenn deine Heizung ist an. Aha. Zum Beispiel hast du Kaffee und dein Kaffee bleibt heiß. Und wenn es ist zum Beispiel Coke oder so, ja, und du hast deinen Luftkühler auch an, dann bleibt das kühl auch. Das ist echt cool. Das ist mein Auto. Ja, das sieht richtig gut ein aus Jahr hier. Vorhaltig, ja. Ich finde es mal wichtig, gerade so Getränkehalter und so weiter müssen so zentral angeordnet sein, dass man eben mal schnell greifen kann. Was ist nicht auch noch die Zeit, da mal irgendwo anders hinzugreifen, sondern immer richtig schön in Armreichweite, zack, bei eben Schluck nehmen, wieder wegstellen, super. Und es ist rückstandslos wieder zu entfernen. Man kann das Werkzeug los anmachen im Lüftungsschacht, dann steht es hier an, dann hält es sehr stabil. Und wenn Sie das Auto wechseln oder einfach mal jetzt sagen ohne, nehmen Sie es ab und das ist, hinterlässt keine Spuren. Aber ich finde diese Kombination schön. Kenne ich so auch nicht. Becherhalter und Handyhalterung. Und ich verstehe sowieso nicht, dass es die Autoindustrie meines Wissens bis heute nicht geschafft hat, in Neuwagen eine universale Handyhalterung einzubauen, weil ich glaube, jeder braucht sowas in jedem Auto heutzutage. Das ist mittlerweile so gang und gäbe und da es eben verboten ist und auch zur eigenen Sicherheit nicht ratsam ist, da jetzt zum Handy zu greifen, gebe ich dir völlig recht. Also mittlerweile haben sich doch auch USB-Anschlüsse oder auch mal Cupholder und so weiter weitestgehend durchgesetzt bei den Neuwagen. Da sollte man vielleicht auch mal ernsthaft über 2-3 Euro in der Produktion mehr mal für eine Handyhalterung entscheiden. Also eine sehr interessante Variante finde ich jetzt hier. Vor allem gerade mal für 5 Euro ist die PX2596 und die 569 für alle gängigen Flaschen, Dosen, Becher und dergleichen. Und übrigens auch für alle gängigen Handytypen bestens geeignet. Getränke können gekühlt und warm gehalten werden, schreibt der Holger aus Emmertal. Je nach Einstellung der Klimaanlage bzw. der Heizung halte ich nochmal für ein zusätzliches Gimmick und eine sehr, sehr pfiffige Idee. Und abgesehen davon gefällt dem mir richtig gut. Ist auch optisch sehr ansprechend. Das ist die PX2596 und die 569, PX2596
und die 569. Schöner Artikel. So. Du und vielleicht auch mehrere kaufen, das Rückwassern, weil du ja auch für den Beifahrer zum Beispiel dann einen Cupholder, einen Getränkehalter an das rechte Gebläse machen kannst. Ja, das geht genauso. Aber wie geht's weiter? Dankeschön mit vielen Dank. Bitteschön. Einem türkisen, ich würde jetzt türkis sagen, Paket. Und zwar kommen wir zu türkis. Einem kompakten LED-Steckdosen-Nachtlicht so mit Dämmerungssensor. Und das ist natürlich schön. Also einfach einstecken und dann haben wir hier, sobald es dunkel wird, ein tolles, tolles Nachtlicht. Und das für 5 Euro, ich finde es klasse. Und es leuchtet automatisch. Man muss es also nicht ein- oder ausstecken, sondern sobald es dunkel wird, beginnt dieses Nachtlicht zu leuchten. Und wenn es hell wird, geht es wieder aus. Ja, und natürlich Energieversorgung hier. Brauchen wir nicht erwähnen, wie viel Strom das braucht. 0,25 Watt, kommt aus der Steckdose. Aber damit kann man natürlich ein Nachtlicht integrieren, irgendwo in dem Zimmer. Aber auch gerne mal Stolperfallen beleuchten. Ja? Und die hat man ja nur wirklich zuhauf. Gerade dann, wenn man vielleicht auch noch einen Treppenaufgang oder sowas im Haus hat, dann ist es immer recht schwierig, da jetzt überhaupt eine vernünftige Lichtquelle zu integrieren. Alles, was man da vielleicht integrieren könnte, muss man entweder umständlich ein- und ausschalten oder es frisst eben zu viel Strom. Ich sage mal, mit 0,25 Watt kommt man da nur wirklich also sehr, sehr gut zurecht und hat immer mal eine vernünftige Lichtquelle zur Hand. Also ganz einfach an die Steckdose dran und gut ist die ganze Geschichte. Ein sehr schöner Artikel, schön klein, schön dezent, gibt ein angenehmes, wirklich dezentes Licht ab und trotzdem eliminiert Stolperfallen. Fallen, cool. Richtig, Mareike aus Unterföhring schreibt uns, ist bei uns als Nachtlicht im Babyzimmer im Einsatz. Helligkeit geringer als eine Kerze, reicht aber aus, um sich im Dunkeln zu orientieren. Genau wie gewünscht. Lichtfarbe, warmweiß, Pass. Tagsüber schaltet sich per Dämmerungssensor ab. Und Bruno aus Hamburg schreibt natürlich auch noch einen wichtigen Satz. Nicht nur für Kinder, auch für Ältere eine gute Orientierungshilfe. Also das Nachtlicht, das sind jetzt mittlerweile in allen Generationen angekommen, ist mit Sicherheit klasse, oder? Definitiv. Ich finde es sehr schön. Also für Kinder natürlich, für Erwachsene auch immer. Ich finde das bei dir zu Hause immer so klasse, wenn es da dunkler wird. Du hast immer diese Beleuchtung von diesem Insektenfänger. Insektenfänger, genau. Ja, dieses Blaue da bei mir zu Hause, wenn ich alles ausmache, ist es so stockfinster, dass ich mir gerne mal im Flur an der Kommode den dicken Zeh oder den kleinen Zeh im schlimmsten Fall anhaue. Da macht natürlich mal so eine kleine Lichtquelle ganz einfach Sinn. Die stört nicht wirklich, braucht nicht viel Strom. Und wenn man ganz einfach unterwegs ist, hat man immer mal eine schöne Lichtquelle zur Hand, dann muss ich immer gleich das große Licht anmachen. Ja, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, die NX5813 und die 569. Jetzt hatten wir es vom Schlafzimmer, vom Babyzimmer. Aber man kann das natürlich auch im Wohnzimmer oder im Flur installieren für den nächtlichen Gang zur Toilette oder zum Kühlschrank. Also ich glaube, man beachtet die Reihenfolge. Also an Kühlschrank brauchst du nicht beleuchten, wenn du die Tür aufmachst, ist hell, aber zum Weg vorne dran. Und hast du dir schon mal im Dunkeln an einem Möbelstück den kleinen Zeh gestaucht? Das war hier bei mir im Flur. Oh, da kann man fluchen wie ein Rohrspatz. Aber wir fluchen jetzt nicht, wir drücken lieber. Wir drücken lieber und holen das nächste Produkt. So. Oh ja. Dankeschön. Ja. Bitteschön. Wobei ich noch zurückhaltend war. Oh, das ist jetzt auch toll. Das gefällt mir. Diana, Achtung, Fang. Es ist schwer. Was ist das? Das sieht mir aus wie ein Mini-MP3-Player. Also Gehäuse und Clip. Nein, ja, aber es ist wirklich so. Man soll es gar nicht für möglich halten. Ich meine, gut, sind MP3-Spieler, man kennt die also auch von anderen Herstellern, sind grundsätzlich nicht wirklich allzu groß. Das Doofe ist immer nur, du brauchst immer noch mal eine separate Hülle, um den irgendwo mal dran zu klipsen oder irgendwo festzumachen. Der hier hat schon einen Clip dran und ist perfekt, weil du deine eigene Musik ganz einfach mit einer Micro-SD-Karte bis 32 GB dran packst und hast den immer mal mit dabei. Der wiegt nichts, der nimmt keinen Platz weg und gar nichts. Das kann ein ständiger Begleiter werden. Ich finde ihn ganz wichtig beim Sport. Viele hören Musik beim Sport. Ja, und was machen sie? Das Handy mitnehmen. Mhm. Und das Handy ist schwer und es kann mal runterfallen. Und wenn es runterfällt, ist es eben nicht mehr am Leben, das Handy. Ist dir das schon mal beim Sport passiert, Diana? Ja. Musik gehört, Handy und Handy fällt runter? Ja, und ich habe keinen Platz für mein Handy, weil ich habe keine Tasche mit. Ja, zum Beispiel das ist Top und einfach Shorts. Also ich nutze auch einen kleinen MP3-Player und diesen finde ich schön, weil das ist klein, kompakt und kostet nur 5 Euro. Das ist ja wirklich nichts mehr, ne? Ja, 5 Euro. Also was ich früher für einen kleinen MP3-Player bezahlt habe für meinen Sohn, da wollte man unbedingt einen haben. Also da bist du also mit 5 Euro, da kannst du eine Null hinten dranhängen.
Und jetzt müssen wir noch mal dazu sagen, das ist nicht Kunststoff, das ist Aluminium, also auch hohe Wertigkeit, federleicht, also ich schätze es nicht, 10 Gramm würde ich schätzen, ohne es jetzt zu wissen. Dann die wichtigsten Bedienteile, lauter, leiser sind drauf und natürlich auch vor- oder zurückspulen, alles wie man es möchte. Kopfhörereingang, also einfach Ihre Ohrstöpsel mit einstecken und Akkulaufzeit wäre noch interessant, hast du die irgendwo stehen? Weil ich sehe hier die Ladebuchse, also der ist natürlich akkubetrieben. Akku hält 5 Stunden, wow. Bis zu 5 Stunden. Da kannst du 5 Stunden joggen gehen. Ja, das möchte ich sehen. Das schaffen wir zusammen nicht mehr. Der Wolfgang aus Görlitz schreibt uns, das Produkt habe ich als Geschenk für einen meiner Enkel gedacht. Und ich denke, dass er damit sehr zufrieden sein wird, weil es in der Handhabung wirklich sehr einfach und effektiv ist. Das sehe ich genauso. Wenig Knöpfe, wenig Bedienmöglichkeiten. Vor, zurück, lauter, leiser. Mehr brauchst du an für sich gar nicht. Halte ich für eine hervorragende Geschichte. Was ist denn da los? Die PX4999 und die 569. PX4999 und die 569. Gerade mal 14 Gramm. 10 habe ich geschätzt. Lag ich nah dran. Ja, das Stück Papier, was ich hier in der Hand halte, das ist, glaube ich, schwerer als dieser MP3-Spieler. Im übertragenen Sinne. Also richtig tolle Technik zum kleinsten Preis. Und du hast recht, ich habe auch mal für meinen Sohn geschaut. Damals habe ich noch, ich glaube, 50 Euro wollten die noch für einen stinknormalen, riesengroßen MP3-Player. Ja, ja. Der ist jetzt klein, handlich, aus Aluminium und wiegt oder kostet gerade mal 5 Euro. Also auch das herausragend günstig. Komm, lass uns weitermachen. Die Schnäppchenjagd geht weiter. Und Sie denken dran, es gibt ja nicht um 17 Uhr die 5-Euro-Überraschungsshow, sondern jeden Tag auch um 19 Uhr die 10-Euro-Überraschungsshow. Das gilt natürlich auch heute. So, jetzt geht's weiter mit, oh, das ist das Richtige ich für dich, Disco, Disco. Dass wir ein wenig Party machen an dieser Stelle. Ich gebe das direkt mal weiter. Warte mal, das ist deiner mit dem Adapter dran fürs Telefon. So, schau mal hier. Und Musik haben wir auch. Das müsste ein Disco-Licht sein, im übertragenen Sinne. Ich weiß nicht, ob es auch so genannt wird, aber so nenne ich es immer ganz gerne, so ein Prisma-Licht. Richtig, es ist ein Mini-Disco-Licht, also rot, grün, blau, mit Akustiksensor. Also wenn du Musik aufmachst, reagiert das sogar. Und es ist für USB- und iPhone-Anschluss geeignet. Der reagiert auf die Musik. Das heißt, also der spielt die Lichteffekte im Takt der Musik, oder was? Ja, guck mal. Schau mal. Siehst du das? Ah, genau. Cool. Jetzt hast du deine eigene Heimlichtorgel. Du, ich glaube, da fahren nicht nur Kinder drauf ab. Jetzt stell mal vor, viele machen ja ihr Smartphone an und hören darauf eben Musik, vielleicht auch über einen Bluetooth-Lautsprecher. Jetzt schließt du aber parallel noch diese Lichtorgel an, dann hast du doch ein komplettes Party-Ausrüstung. Ja. Warum muss ich die ganze Zeit an Ingo und seinen Partykeller denken? Weil der auch so ähnliche hat. Ja, der ist viel größer und wahrscheinlich auch wesentlich teurer als 5 Euro. Mit Sicherheit, ganz sicher sogar. Aber ich finde das schon beachtlich, was dieser kleine Kamerad schon für eine Lichtleistung mit sich bringt. Und ich finde es einfach großartig, dass der zum Takt der Musik jetzt hier anfängt zu leuchten. Das ist an alles gedacht, was man haben muss. Klein und kompakt, den hast du also zur Not mal eben in der Hosentasche mit dabei. Einfach einschalten und schon geht die Party ab. Passend zu deiner Lieblingsmusik hast du jetzt hier immer noch mal eine schöne Lichtorgel. Ja, und schön finde ich natürlich, dass man den an alle Smartphones anschließen kann. Da ist nämlich 2 Adapter dabei. Einmal ganz einfach an Micro-USB oder auch an Lightning. Ja? Aber du könntest das natürlich auch mit einem Netzteil oder mit einer Powerbank, unabhängig von der Musikquelle, neben einen Lautsprecher stellen oder irgendwo hinstellen. Du wirst ja genauso reagieren. Ja, klar. Ja? Stimmt, der wird mit USB versorgt. Powerbank dran oder ganz einfach Netzstecker dran und dann geht's los. Oh nee, ne? Ja, Diana ist schon in Weihnachtsstimmung. Ein bisschen früh Anfang September, aber Weihnachten kommt und vielleicht ist das ein Wink für Sie mit dem Zaunfall. Weil das ist auch so ein kleines, ich kann mir das gut als Nikolausgeschenk vorstellen. Ne? Ja, absolut, absolut. Aber auch Nikolaus dauert ja noch ein paar Tage. Was hast du denn sonst noch? Die Jane? Ja, schon besser. Aber schöne Lichteffekte, sehr, 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 sehr schön gemacht. Also sowas mal eben für 5 Euro mal eben mitzunehmen, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ich glaube, da machst du jedem Teenager mal eine richtige Freude und auch die Erwachsenen freuen sich drüber. Ja, und wir sehen jetzt diese Lichtkegel nur in engstem Raum. Damit kannst du eine ganze Decke beleuchten. Meine ich doch, die haben eine enorme Lichtausbeute. Ja, unglaublich weite Streuung. Also damit können sie eigentlich eine komplette Party beleuchten. Die Bestellnummer ist die NX1472 und die 569 für unsere Mini-Disco-Party. Und bevor Sie jetzt eine Disco-Party feiern, gehen Sie bitte ans Telefon. Holen sich Ihr Lieblingsprodukt, Carsten rennt gleich, und holen sich das Dreier-Beleuchtungs-
Set, ja. UFOs, wie er gesagt hat. Und Sie bitte auch Ihr Lieblingsprodukt, weil das war sie schon wieder. Unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Schön, dass Sie dabei waren. Diana spielt noch ein bisschen mit der Lichtorgel. Sie bald Eis, mit Eis, Ihren Baby. Neuen Produkten. Und denken Sie bitte dran, auch heute um 19 Uhr gibt es natürlich wieder die 10-Euro-Überraschungsshow.